look at me that way. Your beautiful eyes looking deep into mine, telling me more than any words could say. But you don't even know I'm alive. Baby, to you, all I am is the invisible man. 14 Uhr. Justin, Jeff, Nick and Drew. Das sind 98 Degrees und jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen zu Interaktiv. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch ein Kissen nehmen. Wir sind da ganz frei. Kissen? Kissen. Kissen ist das hier. Das ist ein Kissen in German. How do you say this in English? This would be a cushion. A cushion. Ein Kissen, ein Kuschen. A pillow. A throw pillow. Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Ihr seid das zweite Mal jetzt bei Interaktiv. Exactly. Ja, jo, stimmt. Wann wart ihr das letzte Mal hier? February. Ich glaube, im Februar war das. Dieses Jahr. Okay, und euer Album hieß damals 98 Degrees, ähnlich wie die Gruppe. Mhm. Okay, jetzt habt ihr natürlich eure neue Single mitgebracht. Exactly. Ja. Seit wann ist die schon draußen? Ich glaube, das ist ja gar keine, als keine kommerzielle Single nicht rausgebracht worden in Amerika. Ich glaube, die kommt jetzt hier in Deutschland raus, in dieser Woche oder nächste Woche. Das ist aber in Amerika schon 4 bis 6 Monate raus. Und dort auch schon erfolgreich? Ich habe irgendwie von Molafon gehört, Top 10 oder so, oder Number 12 in den States? Our first single off the first album, Invisible Man. Die erste Single, Man, Invisible Man vom ersten Album, ist Nummer 12 geworden in den Charts und war in mehreren anderen Charts Nummer 10. Im Augenblick haben wir einen Song raus, der ist Rising Because of You, ist Nummer 5 in den Charts in Amerika. Also wir haben sehr viel Spaß dafür, dass wir so erfolgreich sind. Dann, ich meine, Februar ist schon eine lange Zeit her. Ihr habt natürlich massig Fans, wir haben schon viele Faxe bekommen, wir haben ein paar jetzt auf den Tisch gepackt, aber es rattert weiter durch, wenn es nicht gerade stillsteht wie jetzt. Fassen wir einfach nochmal kurz zusammen. Wo kommt ihr her? Wo habt ihr euch getroffen? Für alle die, die euch heute das erste Mal sozusagen sehen. Well, we all come from the state of Ohio. Wir kommen alle aus Ohio, aus dem Bundesstaat in Amerika. Drew und I und ich sind Brüder. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ja, die Nose, Nase und Augen. Was war das, Nase? Ich habe Justin in der Schule kennengelernt und ein anderer Freund von der Schule hat mich hier Jeff vorgestellt und dann haben wir uns getroffen in Kalifornien und haben angefangen miteinander zu singen. Stimmt es mit dem Boston Man Konzert, dass ihr euch auf der Aftershow getroffen habt und live gesungen habt und dann entdeckt wurdet? Ja, wir wollten für Boys to Men singen. Da sind wir zum Konzert von denen gegangen und wir haben uns dann Backstage reingeschlichen und da haben wir zwar nicht Boys to Men getroffen, aber wir haben den Manager, unseren Manager getroffen. Das war irgendwie das Zweitbeste, was uns passieren konnte. Und der hat uns zusammengebracht. So. Waren Boys to Men Vorbilder für euch oder waren das so Lieblingsgruppen von euch oder wie kam das, dass ihr die singen wolltet? Ja, ja, waren schon unsere Idole. Wir haben ihre Musik und sie immer bewundert und wie sie sich benommen haben oder benehmen. Das sind so unsere Idole, kann man schon so sagen. Wir haben sie wirklich dann auch wirklich mal kennengelernt, letztes Jahr. Oh, Super Bowl. Beim NFL Super Bowl. Welches Spiel habt ihr gesehen? It was the Denver Broncos. Denver gegen Green Bay Packers. No, Green Bay Packers. Das war die absolute Meisterschaft. You were? Yeah, right. Du? Ja, leider haben die total. Aber ich bin jetzt drüben in den Staaten wieder und schaue mir auch das Spiel an. Bin gespannt, wie dir es ausgeht. Also ich bin ein großer Football-Fan. Das nur nebenher. Ihr auch? Football, yeah. Yeah. And actually, we watched the European League game. Wir haben auch die europäischen Ligenspiele hier uns angeguckt. Wir sind ziemlich große. Also in Deutschland, allgemein in Europa, tut sich viel in Sachen Football. Aber lass uns nicht über Sport reden, sondern über Musik. Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen an dem Punkt, wo ihr dann zusammenkamt. Sorry, ich rede immer so viel. Boys to Men waren ja unsere Einflussidole und wir haben sie dann irgendwann wirklich kennengelernt und das war eine ziemlich gute Möglichkeit für uns. Und wir haben natürlich Stevie Wonder noch kennengelernt, das ist unser zweites großes Idol und das war ziemlich aufregend für uns.
Gut, ihr Mathe, du hast gerade schon erzählt, ihr seid Brüder, ihr wartet, wie gesagt, in der Schule so ein bisschen zusammen. Habt ihr vorher schon viel Musik gemacht, einzeln? Oder erst, als ihr zusammengekommen seid? Nee, wir sind alle aufgewachsen, haben gesungen. Wir sind einfach nur zur Schule zusammengegangen und haben da auch gesungen. Und als wir Jeff trafen, haben wir jeden Tag gesungen. Und wir haben A Cappella gesungen, wir haben für jeden gesungen. Wir haben für Essen gesungen. Irgendwo, wo wir singen konnten, haben wir auch gesungen. Wir haben unseren Sound dann so gebildet und haben unsere Reputation vergrößert. Ja, und es ist ziemlich viel passiert seitdem. Gut, dann schauen wir uns mal eure aktuelle und neueste Single an. Wollt ihr die selbst anmoderieren? Da kommt der Clip gleich. Okay. Am Singen vielleicht, so A Cappella? Yeah, what you want? I don't know. Yeah, if you want to. There's a clip. Okay, here's a little bit of our single. It's called True to Your Heart. It's on our album 98 Degrees and Rising. And here's a little bit a cappella. One, two, three. True to your heart, you must be true to your heart. That's when the heavens will part. And baby, shower you with my love. Open your eyes, your heart can tell you no lies. And when you're true to your heart, I know it's gonna lead you straight to me. Und clip up. Auch am Samstag jetzt dabei in der Kölner Arena. Habt ihr euch was Spezielles ausgedacht? Spezielle Performance? Ja, für die Premiere haben wir natürlich eine spezielle Performance vor dem Film und dann gucken wir uns mit den Leuten den Film an. Wir haben ihn aber schon dreimal gesehen, ein super Film. Und jeder, den noch nicht gesehen hat, sollte ihn gucken gehen. Ich glaube, noch keiner hat ihn gesehen, der ist noch gar nicht raus. Deswegen, also er kommt bei uns ja erst am 19. November in die Kinos. Und vorher gibt es schon mal die Vorpremiere, wie gesagt, die Deutschlandpremiere, jetzt bei uns, jetzt kommenden Samstag. Ja, an sich, Videodreh hat es Spaß gemacht mit Stevie Wonder. Sah so aus, oder? That was definitely, I mean, Wir sind mit ihm aufgewachsen, wir haben seine Musik immer gehört und dann haben wir ihn endlich kennengelernt beim Video. Und dann hat er uns in seinen Wohnwagen eingeladen und dann haben wir ein bisschen mit ihm so ein paar Witze gerissen und mit ihm so abgehangen, war tierisch cool. Welche Musik hört ihr denn sonst privat? Auf was steht ihr so? Alles, wir hören uns alles an. Klassischem Rock bis R&B, Jazz, Blues. Wir hören uns alles an. So wird man ein guter Musiker, wenn man sich von allen möglichen Sachen beeinflussen lässt. So hält man die Musik frisch und interessant. Man hört sich viele Sachen an. Neue Musikrichtungen und Stile. Wenn ihr noch Fragen habt an 98 Degrees, könnt ihr natürlich anrufen unter 01805 15 17 51. Was war das hier gerade für eine Bewegung? Das war eine Aufforderung zum Anrufen. Los, wie würdet ihr das deuten? Naja, okay, darüber reden wir gleich. Ne? wir haben hier in Deutschland eine andere Bedeutungsbedarf. Also kommt zur Sache sozusagen. Also ihr wisst, was ich meine. Na gut, okay. Es klingelt schon, also der erste Anrufer bitte. Sorry. Tut mir leid, Mann. Ja, Deutschland ist da nicht so schüchtern. Wir sind da super direkt. Okay, der erste Anrufer bitte. Okay. Ja, hallo. Hallihallo, wer bist du denn? Hallo, ich bin aus Berlin. Grüße dich aus Berlin. Hallo. Deine Frage am 98 Degrees. Ja, ich würde gerne fragen, wie sich gegenseitig charakterlich beschreiben würden. Oh, Psychologie pur. Oh. Hund. Du musst damit anfangen. What does that mean? Yeah, what's that? What does Hund mean? I don't know. Is he Drew? Hund is dog. Hund, ein Hund, er redet von einem Hund, er ist ein Hund. Okay, Doc. Hund, that's it, it's in English. Okay. Muss das auf Englisch sagen. Tut mir leid, ich bin in Deutsch durchgefallen. Also wie würdest du die anderen, also als Hund, seid ihr, Karik, Hund sind ja starke Tiere, sind spontan. Justin, why don't you take that one? Well, mach du das doch, Justin. Übernimm du doch mal. Ich würde Jeff als einen sehr loyalen... Tja, wie soll man sagen? Da gehen mir die Worte aus. Komm, hör mal, kein Scheiß hier. Very, very nice guy. Das ist ein sehr netter Kerl, sehr höflich. Der ist immer besorgt, wie die anderen Leute sich fühlen. Und wenn du dich nicht gut fühlst, dann möchte dir dann irgendwie auch wieder gute Laune verpassen. And Nick is the guy who he's very, very passionate. Er ist ziemlich leidenschaftlich. If he loves something, und wenn er irgendwas liebt, wenn ihm was gefällt, dann sagt er es. Und wenn ihm etwas nicht gefällt, dann hasst er es so richtig. Und wir haben auch noch Drew hier. Manchmal denken die Leute zuerst, dass er irgendwie ziemlich ruhig und schüchtern ist.
Aber so ist das nicht. Das ist auf keinen Fall wahr. Wenn du 5 Minuten mit ihm verbringst, dann findest du raus, dass er ziemlich extrovertiert ist. Und er macht auch ziemlich gerne Streiche. Aha. Und es gibt natürlich auch Justin hier noch. Justin is the very cool guy. Er ist ziemlich cool. Very laid back. Er ist ziemlich laid back. Er ist ja so der Lady-Killer hier. der macht hier richtig Party immer. Das stimmt nicht. Okay, reicht dir das von der Beschreibung? War ja sehr intensiv. Ja, ist sehr gut beantwortet, ja. Okay, gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Single. Ja? Also, danke schön. Okay, und einen schönen Tag noch nach Berlin. Danke, und was wünsche ich auch euch? Danke, auch. Ciao. Nadine? Thank you. Ja, Nadine, könntest du vielleicht einen Gefallen tun? Ja, was denn? Dürfte ich vielleicht, könntest du vielleicht ein Foto schießen von denen? Von den Jungs? Ja. Ich schieß eins und ich leg's dann auch eins. Also ich muss eh eins für unser Fotoalbum noch machen, für unser Gästebuch, ne? Okay. Okay, gut. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Bye. Gut, ciao. Ja, wir machen gleich noch ein Foto von euch. Wie gesagt, wir haben da unten dieses kleine Gästebuch. Da kommen alle Künstler rein, die bei uns zu Gast sind. Ihr werdet gleich bei uns auf der Bühne sein, nochmal Live-Performance, damit alle die, die bei Munan nicht dabei sein können, am Samstag mal sehen, wie er denn auf der Bühne abgeht. Ne? Auch der schüchterne junge Mann dort rechts. Ja, okay. Raus, die Luzi. Und jetzt gibt's den nächsten Clip von euch. 98 Degrees on the Because of You. Und einen kleinen Applaus noch als Einstimmung.